Liebe Freunde der Partnerstadt Brazzaville, gestern habe ich eine Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden vernommen mit dem Titel Spendenaktion für Brazzaville. Jetzt suche ich erstmal das Wort Spende auf der Seite und ihr seht, Spende kommt recht häufig vor. Mich hat diese Pressemitteilung etwas stutzig gemacht, ich habe es mir mal durchgelesen. Und sie geht los mit: Die Covid-19-Pandemie hat auch die Menschen in Dresdens Partnerstadt Brazzaville mit ihren Folgen getroffen. Der Dresdner Stadtrat hat beschlossen, auf zwei Wegen zu helfen. Einmal eine finanzielle Zuwendung über das World Food Program in Brazzaville in Höhe von 50.000 Euro, verbunden mit dem Aufruf an die Dresdner Bevölkerung, diesen Beitrag mit Spenden aufzustocken. Und zweitens eine Sachmittelspende für das Universitätsklinikum Centre Hospitalier Universitaire de Brazzaville. Die Sachmittelspende soll in dieser Woche in Brazzaville ankommen. Sie besteht aus Einwegblusen, Untersuchungshandschuhen, chirurgischen Masken, Atembeutel, Schlauchsystemen, antibakteriellen Filtern für Beatmungsgeräte, Bettlaken, Fließanzügen und Gesichtsvisiere. So, der konkrete Bedarf wurde vorab mit dem Universitätsklinikum in Brazzaville abgestimmt. Jetzt wird noch der Oberbürgermeister zitiert und ich blätter weiter runter und will dahin, damit diese Summe noch größer wird, die der Sachmittel- und Geldspende wird. Und noch mehr Menschen profitieren, unterstützt die Landeshauptstadt Dresden eine Spendenkampagne des World Food Programs für Brazzaville über Share the Meal, die Spenden-App des World Food Program. Können Dresdnerinnen und Dresdner für die betroffene Bevölkerung in der kongolesischen Partnerstadt spenden? Weitere Informationen sowie den Link zu Share the Meal App stehen unter bla bla bla. Alternativ sind Überweisungen unter dem Stichwort Brazzaville an die Mekenata Foundation, Kooperationspartner des WFP, möglich. Ich habe diese Stiftung mal gegoogelt. Diese Stiftung scheint für alle möglichen Projekte Spenden einzusammeln. Das funktioniert mehr oder minder automatisiert und ja, kommt mir auf den ersten Blick nicht ganz sauber vor. Aber was weiß ich schon, ich habe es nicht näher nachgeguckt. So. Da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Es gibt also ein kleines Promotion-Video, was ich euch jetzt nicht vorspiele. Ich spiele es nochmal kurz an. Es bezieht sich also tatsächlich auf die Republik Kongo und nicht auf Brazzaville selbst. Und dort wird geschildert, dass man mit sehr wenig Geld einem Kind, und zwar insgesamt, ich glaube, es taucht gleich auf, 8000 Kinder in 17 Schulen will man dort mit einem Mittagessen versorgen. Und es wird weiter erläutert, dass das Angebot eines Mittagessens viele Eltern dazu animiert, ihre Kinder in die Schule zu schicken, weil sie dort was zu essen bekommen, was zu Hause offenbar eher knapp ist und ja, weil nicht genug Geld da ist. Also, es geht um 8500 Kinder und das in ganz, im ganzen Kongo. So. Republik Kongo. Unten drunter hier ist die Demokratische Republik Kongo. Wesentlich größer, 6,5 mal größer als Deutschland und ungefähr so viele Einwohner wie Deutschland. Und der Kongo hat ungefähr 5 Millionen Einwohner. Davon leben knapp 2 Millionen in der Hauptstadt Brazzaville. Und es ist ungefähr so groß wie Deutschland. Etwas kleiner. So, da gucken wir doch mal rein. Und zwar bin ich jetzt in die Partnerstadt Brazzaville gegangen. Wikipedia. Hier steht was von 1,83 Millionen. Ich habe auf der französischen Seite ähnliche Zahlen gefunden, etwas höher, 1,827 Millionen Einwohner. Und jetzt guckt euch mal die Bevölkerungsdichte an. In Brazzaville leben pro Quadratkilometer durchschnittlich 18.270 Menschen. In Dresden leben, glaube ich, 1.600 im Schnitt, also 10-mal weniger pro Quadratkilometer. In der äußeren Neustadt, wo auch ich wohne und lebe, sind es ungefähr 15.000 Menschen pro Quadratkilometer. Und wir bauen hier richtig ordentlich in die Höhe. Das gibt es in Brazzaville wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich nicht so großflächig. Also
Die gesamte Stadt Brazzaville hat eine höhere Bevölkerungsdichte als die Dresdner äußere Neustadt, ein sehr, sehr kleiner Stadtteil. Und die Neustadt hebt sich auch noch sehr ab. Es gibt vielleicht noch einen Stadtteil, der ähnlich dicht besiedelt ist. Wahnsinn. So, Brazzaville. Was wollte ich noch wissen? Ich wollte wissen, wie es um das Coronavirus steht. Ich bin auf Seiten der WHO gelandet, World Health Organization. Und hier gibt es also Situation Reports täglich. Ich habe mir den heutigen runtergeladen. Ganz am Anfang auf Seite 1 stehen die Zahlen für die Welt. Wie viele Fälle, wie viele Tote. Der Schnitt liegt hier bei ungefähr, ich glaube, 3,8. Hier bei Europa sterben rund 6% aller zuvor positiv Getesteten. Weltweit nur 3,8, aber im ach so fortschrittlichen Europa sind es also 6 Prozent der Menschen, die vermeintlich an Covid-19 gestorben sind bisher. So, ich suche nach dem Wort Kongo. Er sucht. Er findet die Demokratische Republik Kongo, das ist das Nachbarland. Und hier findet er das Land Republik Kongo, auch wenn hier nur Kongo steht. Und wir sehen hier total bestätigte Fälle, sie 3.745 und totale Verstorbene oder Summe der Verstorbenen ist 60. Im ganzen Kongo sind bisher nachweislich 60 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. So viel einfach mal zur Dimension. Ein Land mit 5 Millionen Menschen hat 60 Todesopfer vermeintlich wegen Covid-19 zu beklagen. So, wie kann man denn nun spenden? Ich habe gesucht, inzwischen ist die Seite für den Kongo nicht mehr zu finden. Man kann also hier per App oder per Internet spenden. Pro Tag wird hier angesetzt ein Betrag von 80 Dollar pro Kind. Das hier ist für eine Woche 5,60 Dollar, 24 Dollar für einen Monat und 292 Dollar. Damit kann man ein Kind dort für ein Jahr ernähren. Und hier im Kleingedruckten steht, dass 62% direkt in das World Food Program fließen und so Familien in Not ernähren. Also 62% von diesen Beträgen, etwas mehr als die Hälfte, gehen direkt in das Programm und alles andere ist Marketing, Werbung, Personalkosten und so weiter und so fort. So. Jetzt wollte ich wissen, was haben denn nur die Dresdner gespendet und habe dazu gleich eine Presseanfrage gestellt. Ich wollte zum Beispiel wissen, welches Transportgewicht und welches Frachtvolumen hat die Dresdner Sachmittelspende? Antwort: 6 Paletten a 1,20 m mal 80 mal 1,40 m. Also das Zentimeter jeweils 120, 80 und 140 mit insgesamt 1000 Kilo Bruttogewicht. Ich habe die Zahlen in den Taschenrechner eingetippt, das sind also ungefähr 8 Kubikmeter, also etwas mehr als 1 Kubikmeter pro Palette und wiegt eine Tonne. Dann wollte ich wissen, wie hoch die Transportkosten im Vergleich zum Warenwert sind. Die Transportkosten belaufen sich auf 7.300 Euro brutto von Dresden bis Brazzaville. Der Warenwert beträgt ca. 32.000 Euro. Die Transportkosten werden vollumfänglich durch die Servicestelle Kommunen eine Welt finanziert. Sagt mir nichts. Drittens, wie viel Geld spendeten Dresdner Bürger im Rahmen des Aufrufs für Brazzaville in Klammern und darüber hinaus, Klammer zu? Antwort: Die Spendenaktion läuft noch und ist weltweit beworben durch die Share the Meal App. Wie hoch die Spendensumme konkret durch Dresdner ist, ist nicht nachvollziehbar. Bis zum heutigen Tag sind Spenden in Höhe von ca. 166.000 Euro für die Brazzaville-Kampagne eingegangen. Dies beinhaltet sowohl die Spenden der Stadt selbst als auch direkte In-App-Spenden. Wenn ich also ausrechne, 32.000 Euro Sachmittel, 50.000 Euro Barspende sind 82.000, dann bleiben hier also noch 84.000 Euro übrig, die vermeintlich über diese App oder In-App-Spenden geflossen sind. Und wenn man diese 84.000 Euro durch 292 Euro teilt, mache ich kurz nebenbei. 84.000
durch 292, dann landet man bei 287,67, also bei rund 290 Kindern, die ein Jahr davon ein Mittagessen bekommen. Ich will es nicht zu lange machen. Pressemitteilung der Landeshauptstadt, Spendenaktion und weltweit sind also Nahrungsmittel oder Mittagessen für 300 Kinder für ein Jahr zusammengekommen. Herzlichen Glückwunsch, wir sind richtig gute Menschen.